Servus! Wir haben ja vor einiger Zeit ein Video gemacht zum Thema 15 Vorteile des Lebens in Österreich und in diesem Video heute soll es um 15 Nachteile gehen. Wichtig ist mir dabei vorweg zu erwähnen, es geht einfach darum, wie wir das empfinden, wie wir das wahrnehmen. Wir sind keine gebürtigen Österreicher, wir leben auch erst seit 2 Jahren hier und natürlich kann sich unser Empfinden von eurem entscheiden, also bitte beachtet das. Ja, das Leben hier ist auf jeden Fall ein bisschen teurer als in Deutschland, gerade was so die Dinge des täglichen Bedarfs angeht, also einmal im Supermarkt, wenn man da einkauft, ich zahle da zum Beispiel hier für oder soll hier für eine Flasche Club Mate 1,65 Euro bezahlen und die kostet in Deutschland irgendwie 75, 85 Cent. Genauso ist es auch mit Steuern und mit der Fahrzeughaltung, also ich bezahle hier für unseren Camper 165 Euro im Monat. Da ist allerdings Versicherung dabei und Steuer, aber trotzdem ist es verdammt teuer. Ja, bleiben wir beim Thema Auto. In Österreich muss man tatsächlich jährlich zum TÜV und zwar mit jedem Fahrzeug. Anders als in Deutschland, wo man 2 Jahre Zeit hat bis zur nächsten Untersuchung. Und ich finde schon, das ist zwar irgendwie, bietet mehr Sicherheit, aber ich habe nie so das Gefühl, mich darauf verlassen zu können, dass mein Auto noch lange bei mir ist, weil ich kaufe keine Neuwagen. Gebrauchte Fahrzeuge, die schon irgendwelche Macken haben und ich weiß dann nie, kommt das in einem Jahr noch durch den TÜV und das gibt einem immer so ein bisschen so eine Distanz, so man kann sich nicht wirklich ja, darauf verlassen, dass man sein Auto noch lange hat. Ein richtig, richtig, richtig großer Nachteil, vielleicht sogar der größte für mein Empfinden, ist, dass es hier eine sogenannte NUVA-Steuer gibt, die Normverbrauchsabgabe. Die ist einfach schweineteuer, die ist unmöglich teuer. Es ist, das geht einfach nicht. Das ist dreist, das wird immer teurer. Das trifft irgendwie jeden. Also, um es kurz zu sagen, es geht darum, jedes Mal, wenn ein Fahrzeug zum ersten Mal im österreichischen Straßenverkehr zugelassen wird, muss man diese Gebühr bezahlen. Und die Berechnung, die ändert sich immer wieder, aber immer nur zum Nachteil. Also, sie wird immer teurer. Und wenn ihr dazu was Genaueres wissen wollt, ich habe das auch schon mal in dem Video erwähnt, wo es um die Änderungen für Autofahrer geht, wenn man nach Österreich zieht von Deutschland. Ich verlinke es euch irgendwo oben. Was wir als Liebhaber von Secondhand-Waren und des Gebrauchtmarktes und Flohmärkten und so natürlich auch als riesen Nachteil empfinden, ist ja die Secondhand-Kultur. Wir kommen aus Deutschland, da gibt es eBay-Kleinanzeigen, da gibt es, wir waren auf zig Flohmärkten, hier gibt es Willhaben und es ist ein kleineres Land und dementsprechend gibt es auch nur weniger Angebote. Dazu sind die Österreicher nicht wirklich dazu bereit zu handeln, also wenn da ein Preis drin steht. Ich glaube, es gibt nicht mal den Punkt, dass man sagen könnte, Verhandlungsbasis. Also man kann in dieser App einfach nur sagen, Festpreis oder zu verschenken. Und das war's, glaube ich. Und so empfinden wir das auch. Und wir sind auch schon ein paar Mal auf Flohmärkte gefahren, fast eine halbe Stunde dahin und dann waren das 4, 5 Tische. Und das fehlt uns ganz arg, weil wir, unsere letzte Wohnungseinrichtung war fast ausschließlich Secondhand. Da gab es vielleicht 1 oder 2 Stücke, die wir gekauft haben, also neu. Ja, Diana hat noch aufgeschrieben, die Versandkosten nach Deutschland oder von Deutschland nach Österreich sind sehr teuer. Das ist jetzt, finde ich, nicht so direkt ein Nachteil von Österreich selbst, aber es wirkt sich halt nachteilig aus, wenn man hier lebt und aus Deutschland kommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade heute ein Spiel weggeschickt, also ein dickerer Briefumschlag quasi, und habe dafür nach Deutschland günstig 11,80 Euro oder so bezahlt. Bei der Post wären es 14 Euro irgendwas und das dauert dann gleich nochmal ewig, bis das wirklich ankommt. Also ich habe mal meinem Vater Brot nach Deutschland geschickt, der liebt das österreichische Brot einfach, und habe es ein einziges Mal aus Österreich verschickt und es hat über eine Woche gedauert, bis es da war. Und wenn ich halt hier sehr grenznah über die Grenze fahre, und es in Deutschland durchschickt, ist es 1, 2 Tage später da. Ja, bleiben wir beim Thema Versand. Ich bin da vielleicht ein bisschen verwöhnt aus Deutschland. Als Beispiel Amazon. Ich konnte mir da einfach alles bestellen. Aber hier in Österreich habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ein Artikel nicht in mein Liefergebiet geschickt werden kann oder geschickt wird. Und das sehe ich leider ziemlich häufig. Also es gibt auf Amazon Artikel, die einfach überhaupt nicht nach Österreich geschickt werden. Und ich habe das ja schon mal in einem Video erwähnt. Ich musste mir zum Beispiel, ich glaube, einen Kanister und einen Deckel für einen von den beiden Kanistern nach Deutschland schicken lassen. Es gibt da so eine Firma, die heißt Logo X. Und dort kann man sich gegen eine kleine Gebühr so eine quasi ein Postfach anlegen lassen in Freilassing. Das ist der nächste Ort über die Grenze. Und ja, das dort dann hinschicken lassen, dann hat man eine deutsche Lieferadresse und dann muss man halt rüberfahren
Macht dementsprechend natürlich auch nur Sinn, wenn man grenznah wohnt. Bezahlt ein kleines bisschen Geld und kann dort dann seine Artikel mitnehmen. Was ich auch ganz klar als riesen Nachteil und als wirklich richtig, richtig störend empfinde, das hat mir wirklich schon das hier ein bisschen vermiest, das Leben in Österreich, ist die Politik. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich in Deutschland nie besonders für Politik interessiert. Das hat jetzt erst mit den ganzen Corona-Maßnahmen angefangen und ich bin hier nach Österreich gekommen und ich habe einfach von Anfang an bis heute bekomme ich nur Skandale und Ermittlungen und sowas mit. Also es scheint hier immer irgendwas im Busch zu sein, immer irgendwas Korruptes und man kommt auch damit durch. Also soweit ich das mitbekommen habe, braucht man sich nur außer Landes aufzuhalten und schon ist man raus. Und das kann einfach nicht sein. Und ich finde, das ist ein Zirkus. Das ist ein Kindergarten. Das ist irgendwie, ich kann das nicht ernst nehmen. Und es hat mir wirklich schon fast den Aufenthalt hier versaut. Es ist mir klar, in Deutschland passiert das sicher auch, aber da ist es irgendwie wenigstens nicht so offensichtlich. Und hier hat man so den Eindruck, die Politik, die Regierung, das sind einfach streitende Kinder im Sandkasten und es dreht sich mehr darum, wer Recht hat und wer mehr Macht hat, als was eigentlich mit diesem Land passiert. Hier in Österreich gibt es anders als in Deutschland eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, die bei 130 km/h liegt. Und das empfinde ich schon als Nachteil. Ich habe mir zuerst erhofft, dass ich deshalb gar nicht mehr so gedrängt werde, dass viel Stress auf der Autobahn wegfällt. Das ist aber nicht so. Den Stress gibt es nach wie vor, aber ich darf nicht mehr schneller fahren. Dann gibt es hier auf der Autobahn eine Autobahnmaut. Da bezahlt man gute 90 Euro im Jahr. Und wenn man das nicht macht und kontrolliert wird und erwischt wird, dann bezahlt man pro Tag eine Ersatztagesmaut von 120 Euro. Und das bis zu dreimal im Monat. Und ich habe das tatsächlich mal vergessen, weil ich mir keine Jahresvignette gekauft habe, sondern nur für 2 Monate. Und irgendwie hatte ich im Kopf, die ist 3 Monate gültig und bin dann von der Arbeit nach Hause und zurückgefahren und bin dreimal erwischt worden, dreimal erfasst worden, sage ich mal, und musste 360 Euro bezahlen. Für 3 Tage. Dann hatte ich immer noch keine Vignette, die musste ich dann immer noch kaufen. Also das ist wirklich sehr teuer. Kauft euch lieber gleich eine Jahresvignette oder sperrt die Autobahn in euren Navis. Was wir auch als Riesennachteil empfinden und was sich erst jetzt so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie so herauskristallisiert hat oder bemerkbar gemacht hat, ist die Krankenkassen oder einfach das Gesundheitswesen, sagen wir mal. Weil erstens wird die Krankenkasse fest zugewiesen. Man hat da keine oder kaum Mitspracherecht eigentlich. Man ist da einfach versichert dann und muss zu der Kasse. Da, wo wir waren, war das Personal auch noch sehr unfreundlich. Also wirklich richtig, richtig, richtig unfreundlich. Einfach giftig schon, gehässig fast. Und auch sonst ist es so, man kann hier kaum, also man kann zum Beispiel nicht zu einem Zahnarzt gehen, sich dort behandeln lassen und dann geht man wieder raus. Man muss immer was dazu zahlen. Und wir bemerken das erst jetzt, weil wir glücklicherweise recht gesund sind. Und der Hausarzt noch so ist, dass man da wirklich hin kann und einfach wieder raus. Aber irgendwie bei allem anderen muss man immer was dazu zahlen. Und das ist schon ja, sehr negativ im Vergleich zu Deutschland. Was den Arbeitsmarkt angeht, ist es so, dass man zwar schneller was findet, allerdings vermutlich auch deshalb, weil man immer, oder außer man ist es schon mehrere Jahre irgendwo beschäftigt, innerhalb von 6 Wochen gekündigt werden kann. Man hat ja auch nur einen Monat Probezeit und dann ist man im festen Vertrag, was natürlich kein Wunder ist, wenn der Arbeitgeber weiß, er kann euch in 6 Wochen wieder kündigen. Und das ist ähnlich wie mit dem TÜV. Man fühlt sich nie so ganz sicher. Also ich habe da jetzt keine Sorgen gehabt, weil ich in der IT bin und ITler werden gesucht, unter anderem, ja, bestimmt nicht als Einzige. Aber trotzdem denkt man so, super, einen Monat Probezeit und dann ist man sicher. Aber man ist es halt einfach nicht. Das geht einfach maximal 6 Wochen, dann ist man draußen. Außer, wie gesagt, wenn man schon einige Jahre dort ist. Aber dann verlängert sich es auch nur sehr geringfügig, finde ich. Leider gibt es auch in Österreich eine Art Rundfunkgebühr. Das heißt hier nicht GEZ, sondern GIS. Und die ist nochmal teurer als in Deutschland. Man zahlt hier, also wir bezahlen hier, Jana bezahlt hier 300 Euro im Jahr. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie davon abhängt, wie viele Geräte man hat.
Aber wir haben hier auf jeden Fall zwei Fernseher. Und ich glaube, es geht auch nur um die. Ich glaube, es geht gar nicht um internetfähige Geräte oder Radios, sondern um Fernseher, so mit Antennenanschluss. Es gibt hier nämlich auch einen Dienst, der heißt KGIS, also keine GIS. Die kommen vorbei oder ihr bringt die Geräte hin und dann bauen die euch den Tuner aus. Dann habt ihr faktisch keinen Fernseher mehr, sondern einen Monitor und dann müsstet ihr keine GES bezahlen. Allerdings hat natürlich auch die GES das mitbekommen und es wird wohl schon daran gearbeitet, dass das mit irgendwie verankert wird, dass es einfach, ja, dass es die Möglichkeit nicht mehr gibt, dadurch den Gebühren zu entkommen. Ja, dann noch etwas, mit dem ich ziemlich direkt bei meiner Ankunft noch am ersten Tag hier in Berührung gekommen bin. Und zwar sind das die verkürzten Öffnungszeiten. Das ist natürlich schön für die Mitarbeiter, das gönne ich ihnen auch. Aber ich bin an meinem ersten Tag hier angekommen, habe ein bisschen was abgeladen, habe mir einen Schlüssel geben lassen. Und dann bin ich in den Lidl gefahren. Es war ein Samstag, wenn mich nicht alles täuscht, um da einzukaufen. Und ich bin, glaube ich, um 17.45 Uhr da rein. Und um 18 Uhr machen die zu. Ich war da 3 Minuten drin und dann hieß es, liebe Gäste, wir schließen in Kürze. Und damit habe ich halt überhaupt gar nicht gerechnet, weil in Deutschland haben die ja bis 10 offen oder so. Und so ist es leider auch mit Behörden und generell so mit der Haltung auch ein bisschen. Also ich bin hier mal im Dorf zu einem Elektriker gelaufen, weil ich so kleine, ich habe gerade vergessen, wie sehr so kleine Klemmen gebraucht habe. Und ich bin da hingelaufen und es war 22:45 und um 12 macht er Mittagspause laut Internet. Und ich bin dann da rein und dann hat die Frau gesagt, ja, wenn Sie so spät noch kommen. Also ich war 45 Minuten früher da, hab aber schon gestört. Und es kann halt auch wirklich sein, dass das, dass sie irgendwo hingeht und denkt, die haben noch offen, weil sie haben eigentlich bis 6 offen, aber um, weiß nicht, 8 Minuten vor 6 ist halt niemand mehr da und schon abgeschlossen. Also, ja, das, hat irgendwie einen sympathischen Charakter, weil sie es halt nicht so ganz genau nehmen, aber das kann sich halt auch zum Nachteil auswirken. In Österreich hat man, anders als in Deutschland, nur 25 Tage Urlaub. Ja, und während man als Erwachsener in Österreich weniger Urlaub hat als in Deutschland, haben die Kinder mehr Ferien als in Deutschland. Das ist natürlich super, das ergänzt sich perfekt, das macht es überhaupt nicht schwierig und so. Ja, das war's auch schon von diesem Video. Das waren unsere 15 Nachteile des Lebens in Österreich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.